Bei uns ist Cesare Trolio vom Bundesverband der deutschen Gießereiindustrie und der Trolio kann uns Auskunft geben über die Sonderfläche hier in Halle 13. Das ist die World of Castings, Herr Trolio. Ja, herzlich willkommen auf der World of Casting. Ja, die World of Casting ist eine Show, wo wir versuchen zu zeigen, die Breite der Möglichkeiten, gegossene Produkte herzustellen. Wir haben hier aus ganz verschiedenen Bereichen Ausstellungsstücke von unseren Mitgliedsunternehmen bekommen und die zeigen halt, dass gegossene Produkte zukunftsträchtig sind und vor allem auch aktuellen Themen wirklich eine Lösung anbieten. Zukunftsträchtig sind ja auch die Produkte für die erneuerbaren Energien gerade jetzt. Was können Sie da in diesem Bereich zeigen? Ja, wir haben hier auf unserem Stand ein ganz interessantes Produkt, eine Windkraftnarbe und die Windkraftenergie. Energieeffizienz ist ein Riesenthema und die Gießereiindustrie ist voll mit dabei, weil wenn man sich die Windkraftanlagen ansieht, ohne gegossene Produkte funktioniert das gar nicht. Sowohl die Maschinenträger, also das, was man sieht, wo die Flügel an den Windkraftnarben drangeschraubt sind, das sind alles gegossene Produkte. Und die Gießereiindustrie hat sich diese Aufgabenstellung verschrieben. Wir haben die Kapazitäten erweitert, um diese Bauteile zu produzieren und von daher sind wir sehr zukunftsträchtig auch an der Stelle aufgestellt. Ungefähr 50% der Gussprodukte gehen in die Fahrzeugindustrie und da ist ja der Leichtbau ein großes Thema. Ja, jeder guckt ja auf die Tankstellenpreise und die Fahrzeuge müssen leichter werden. Gegossene Produkte sind in Massen im Auto verbaut, das fängt von der Bremsscheibe an bis über den Motor. Diese Teile müssen leichter werden und Werkstoffentwicklung, die in der Branche betrieben wird, hilft dabei. Und wir haben hier mehrere solche Beispiele, Getriebegehäuse, Motorengehäuse, die zeigen, dass eben auch der Guss nach wie vor das A und O bietet für das Automobil oder für den Lastkraftwagen, also Nutzfahrzeuge, bis hin zur Lokomotive oder auch im Flugzeugbau. Alles rund um Gussprodukte gibt es hier zu sehen in Halle 13. Vielen Dank für die Information. Ja, danke Ihnen.